als nächstes Ben Barnitz mit einer GBR2. Das ist eine Maschine, die hat man quasi um den Motor rumgebaut. Man nimmt den stärksten, fettesten Motor, den man finden kann, und baut so wenig Schiffes an den Motor. Ich habe mal gelesen, dass das Ding für den unbedarften Einsteigerpiloten zur Todesfalle werden könnte. Kommt ganz drauf an, also man könnte heute nicht fahren, aber hier fliegt der Pilot manuell, der Ben Barnitz sonst unterwegs mit den National Fighters, mit dem Jagdflugzeug. Hier kann er einfach mal einen Speed machen. Nachbau eines der bekanntesten Rennflugzeuge. Go fast and turn left. Hier kann er auch rechts rum, nicht nur links rum. Ja, wir haben die Flugklasse in den USA geflogen, in Reno. Und dort geht es darum, wer fliegt am schnellsten und aufgestellt eine Klasse, da konnte man einbauen, was man will. Es war nicht reglementiert. Und dann ist es immer größer, immer höher. Bis dann nur ein größerer Winkel wurde, was also bei niedrigen Geschwindigkeiten kaum noch sein war und auch schwierig zu landen war überhaupt. Allein auf Bundesstaaten, erinnern uns das heute. Bitten, das Auto wegzufahren, der versperrt die Zufahrt zum Wohnwagenbereich. Ich wiederhole das Kennzeichen nochmal. Bonn, Richard, Nordpol, 904. Bitte das Auto wegsetzen, aber es muss den Traktor den Wagen wegziehen. Danke. Bitte Piloten, liebe Gäste, wir haben eine Brille gefunden, die sieht auch ziemlich teuer aus. Ist elektrisch. Die Brille ist dann abzuholen, wie bei der Sprecherkabine. So, die GP Racer kommt zur Landung herein. Landung, dann werden wir auch bei der Größe gewöhnungsbedürftig, sehr sauber, vorausschauen, steuern und bannen schnell. Schnell mit Landung. Und der Boden haben die wieder. Dankeschön. Dankeschön für die schöne Vorführung.